Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Was ich als neue Videoreihe in diesem Jahr neu integrieren möchte und was ich hiermit starte, sind so meine 5 Tipps zu ganz bestimmten Themen. Und wir fangen mal heute mit dem Thema Stimmungstief an und wie ich mich aus diesem Stimmungstief wieder rausholen kann. Weil gerade zu dieser Jahreszeit kennen wir das, glaube ich, alle. Also ich habe vor ein paar Tagen die Sonne gesehen. Und das war seit Wochen das allererste Mal. Und es ist wirklich hart, wenn es den ganzen Tag über duster draußen ist, grau draußen ist, keine Vögel zwitschern, keine bunten Blumen blühen. Das ist echt nicht einfach. Und ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man dann manchmal so Tage hat, wo man einfach schon aufgrund dieses Wetters so ein totales Stimmungstief hat. Und ich hatte das ganz vermehrt jetzt in der Zeit, wenn die Kinder dann auch nicht da waren, wenn es also nicht laut war und wenn es keine Ablenkung gab und wenn nicht ständig gekuschelt wurde und du ständig gesagt bekommst, ich hab dich so lieb, dann ist mir das sehr, sehr schwer gefallen. Und ich habe heute für euch in diesem Video zusammengetragen, was so meine 5 liebsten Tipps sind, was ich dann in diesen Momenten einfach getan habe. Und eins möchte ich noch vorneweg sagen, ich habe mich nicht darin gesuhlt. Das heißt, wenn ich morgens schon aufgestanden bin und gemerkt habe, okay, ich habe keinen Bock aufzustehen, oh, ich habe schlechte Laune, habe ich sofort angefangen, mindestens eine dieser Sachen einfach anzuwenden. Und was da das Erste war und was damit auch mein erster Tipp war, ist, dass ich einfach Musik angemacht habe. Also ich habe einfach die YouTube-App sofort auf meinem Handy aufgerufen und mir Musik angemacht, Songs, die mir gute Laune einfach machen. Und diese Musik, diese Playlist habe ich dann so lange laufen lassen, bis es mir halt einfach besser ging. Das war wirklich für mich so das Einfachste immer am Morgen. Was ich auch dann gerne morgens gemacht habe, ist eine Visualisierung. Also das heißt, wenn du noch im Bett liegst und die Augen eigentlich noch zu hast, dir den Tag vorzustellen, wie er im besten Falle ablaufen könnte. Und auch wenn das da nicht eintritt, aber deine Stimmung ist einfach eine ganz, ganz andere, wenn du dir vorgestellt hast, wie du dann gleich die Vorhänge öffnest und die Sonne scheint, wie deine Kinder freudestrahlend auf dich zugerannt kommen, wie du halt ganz viele tolle Sachen erlebst und ganz tolle Personen triffst oder. Aber einfach dir in Gedanken vorstellen, wie der Tag im besten Fall ablaufen könnte und du hast sofort gute Laune. Funktioniert einfach und ist super, super toll. Was in solchen Momenten auch richtig gut funktioniert, und das ist Tipp Nummer 3, sind Affirmationen oder Mantren. Also, dass du dann da sitzt und dir erstmal 5-mal vielleicht so eine Affirmation wie, heute wird ein grandios geiler Tag, 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 heute wird ein grandios geiler Tag. Und dann hast du halt schon einfach gute Laune. Und das kannst du auch so als Mantra mit durch deinen Tag einfach nehmen. Und es macht einfach Spaß und macht gute Laune. Ist einfach so. Etwas, was ich erst vor 2 Monaten tatsächlich von jemandem gezeigt und empfohlen bekommen habe und was ich seitdem wirklich sehr regelmäßig mache, ist die Powerpose. Ich glaube, es kennt jeder, wenn es einem so schlecht geht, dann guckt man nach unten, dann sind die Schultern so nach unten gekrümmt, macht sich einfach so ein bisschen klein und murmelt sich so zusammen. So, da kriege ich sofort schlechte Laune. Und wenn ich aber möchte, dass ich bessere Laune habe, dann öffne ich halt alles. Dann öffne ich den Oberkörper und ich nehme den Kopf hoch und ich lächle einfach, auch wenn mir vielleicht nicht gerade danach ist zu lächeln, aber man kann seinen Körper mit einem Lächeln ja so wunderschön einfach überlisten. Und wenn du es halt noch ein bisschen größer ziehen willst, dann machst du vielleicht wirklich so eine richtige Powerpose, wie so ein Superheld, wenn du möchtest. Aber für mich reicht es einfach schon, meinen Körper aufzurichten, den Kopf hochzunehmen. Schon das ist so dieses, das macht unglaublich viel aus. Probiert es mal genau jetzt einfach mal aus, eure Haltung einfach zu öffnen, den Kopf hochzunehmen. Das macht so viel mit eurer Stimmung. Und natürlich habe ich auch 2 ätherische Öle rausgesucht, die ich bei einem Stimmungstief empfehlen kann. Also ich kann noch mehr empfehlen. Also bei einem Stimmungstief nehme ich auch sehr, sehr gerne wilde Orange. Das mache ich mir dann morgens meistens sofort in den Diffuser, weil mich das einfach unglaublich motiviert. Was ich aber auch sofort morgens benutze, ist Chia. Und das trage ich mittlerweile seit Wochen täglich einfach morgens sofort unter meine Fußsohlen auf. Und ich möchte euch gerne noch mal ein bisschen zu jedem Öl einfach erzählen. Und zwar zu Chia. Das Licht blendet so. Deswegen muss ich mich erstmal immer dann so ein bisschen hier drauf konzentrieren, dass ich das wieder lesen kann. Und zwar ist eine erfrischende Mischung
aus ätherischen Zitrus und, oh, ich kann es nicht lesen durch das doofe Licht, Zitrus- und Gewürzölen sorgt für einen heiteren Schub an Fröhlichkeit, das braucht man jeden Tag, jeden Morgen, und bringt eine positive Einstellung, die jeden Tag erhält. Ist doch einfach perfekt. Und das mache ich tatsächlich seit Wochen, jeden Tag, und es hilft. Sehr sogar. Und dann habe ich noch rausgesucht, und das ist Forgive. Forgive habe ich seit Dezember, glaube ich. Genau, das habe ich mir für die Rauhnächte besorgt. Die fußt übrigens gerade auch hier so neben mir, Forgive. Und Forgive, das frische, hölzerne Aroma, ist aber nicht so hölzern eklig, fördert ein Gefühl der Zufriedenheit, Erleichterung und Geduld. Also Forgive diffuse ich tatsächlich auch sehr oft, wenn wir nachmittags mit den Kindern hier zu Hause sind und die so total überdreht sind und ganz doll toben, was ich jetzt erstmal per se nicht schlimm finde, aber ich brauche da manchmal einfach so einen Schub Geduld, aber halt auch so diese innere Zufriedenheit zu sagen, okay, hey, es ist alles cool, es ist alles gut, dein Leben ist perfekt. Dafür finde ich Forgive halt auch irgendwie sehr, sehr cool. Genau, das waren meine 5 Tipps bei einem Stimmungstief. Musik, Visualisierung, Affirmation, die Powerpose und die ätherischen Öle, die ich euch gerade gezeigt habe. Schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare, was ihr macht, wenn ihr so ein Stimmungstief habt. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!